Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, ich habe wieder unser Deckel gefunden, was wir letzte Folge aus Versehen umgebracht haben. So, das Ding ist, ich glaube, ich schmeiß einfach mal einen Ball drauf, guck mal, was passiert, ob das überhaupt, vielleicht kriegst du einfach so. Lass mal gucken, wie wir das schwächen. Wir haben Stachelfinale, ist nicht allzu stark, wir haben zu Trümmerer, ist auch nicht allzu stark. Okay, wir müssen aber schnell irgendwie schwächen, damit wir das machen können. Gehen wir doch mal mit Max ins Trümmerer. Weil Max hat auf jeden Fall, ist er mein ich schwächer. Dass er auch nicht entwickelt ist. Kannst du überhaupt zwei Elektrobälle überleben? Ich auch immer. Oh ja, okay. So, Zertrümmerer. Natürlich paralysiert und kann nicht angreifen, ne? Ja. Oh, mein Gott, ey. Ich kann ja eigentlich auch einen Festgrab einsetzen, ne? So. Jetzt aber Superball. Tja, also wenn ich das jetzt mal so im Team bin, ich werde einfach hochleveln quasi, wenn ich die Route hier durch habe. Quasi für die Arena, dann werde ich das auch immer hochleveln. Allgemein werde ich dann mal unsere ganzen Pokémon quasi mal wieder so anpassen, dass die alle so. Oh, ich habe keinen Spitznamen gegeben, scheiße. Dass die quasi alle auf demselben Level sind. Das ist Max halt angeschlagen, ne? Na gut, müssen wir eh nicht. Tja, dann gehen wir vorne an die Route hin und ja, fangen an, den ganzen Pokémon Platz zu machen. Aber dann haben wir gleich einen Doppelkampf, ne? Dann lass ich es einfach so. Dann tut sich aber wieder mal um. Tja, das ist die Frage, wo wir einen Stromisierer bekommen. Weil oben ist jetzt, ich habe nur einen Edelvoltec im Team zu haben, das ist auch nicht so krass. Also, ich weiß nicht, ob es überhaupt unbedingt bis zum Ende im Team bleiben würde. Es hat erstmal, wenn wir ein sechstes Pokémon haben. Es hat eigentlich, will ich potenziell eher noch ein Feuer-Pokémon auf jeden Fall im Team haben. Da sollten wir den nächsten irgendwann mal hinkommen, der Vulkan. Also, ich weiß nicht mehr, wie das war, weil wir zuerst oben auf Wechselfeld mussten. Story-mäßig. Ich glaube, wir haben dadurch dann erst diese Meteoriten irgendwo gefunden, diese komische Höhle da links, oder nicht? Und damit gehst du dann erst zum Vulkan hoch, oder? Weißt du, wieso? Also, keine Ahnung, wir laufen auf diese komische Wüste da durch, was das ist. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Aber davon abgesehen ist ja Edelvoltec auch nur Single-Type mit der Typ Elektro. Eigentlich bin ich ja eher der Fan davon, immer, ja, zwei Typen zu haben. So, mein DS mit Ruhe eigentlich scheißegal hier gerade. Und DS mit Ruhe eigentlich auch scheißegal, weil du zwei spezielle Attacken kannst. So eine Theorie hier so halt. Jetzt was irgendwie weniger als ich gedacht habe. Ja, okay, bringen wir dann Raichu einfach selber um. Okay. Next try. Ich denke, da jemand Stein habe, dann stirbt das Garados, deswegen ist es mit. Okay, jetzt macht das Video gewesen, ich habe das jetzt von den Dampfwalze. Okay. Na gut, das wird jetzt kein Problem darstellen. So, so, so. Bam, badam, bam, badam, bam, badam, bam, badam. So, du bist reinfänger, so wie du hier rumrennst.
So, da ist eine Pokémon-Haut hier. Ein dieser Knosp. Da sollten wir einfach eine Psychologe einsetzen können. Das war's. Okay, aber Amy. Mal klar, die sind ja alle angepasst und so, von Level her passt das auch alles, aber Amy sind die echt sehr, sehr unterschiedlich stark, ne? Zum einfach selbst am Wiederkampf der 34 ist ja eigentlich übelst kacke. So gesehen. Dann hast du einen Trainer, der hat irgendwie zwei Pokémon vorentwickelt, auch auf Level 34, denkst du so, hä? WTF. So. Also, ist das Fieber wieder verschwunden, was der irgendwo ist? Mal gucken, was das ist, wenn du von der Tür her. Vielleicht ist es irgendwie besser aus der Decke oder so. Ein Merrill mit der Attacke Bubstrahl. Ja gut, aber das brauche ich nicht. Ja, wie sieht der denn aus? What the fuck? 6 Pokémon, pass auf, wenn jetzt alle 34 sind, denke ich mir jetzt so, what the fuck, was ist das für ein Trainer? Ja, tatsächlich, so, weißt du, eben hast du so Bisa Knosse 34 und der hat 6 Pokémon Level 34, so, hä? Was ist das einfach für ein... Das ist einfach so übelst komisch, ey. Gut, glaube ich, einfach für Gedanken gut. Ah ja, hat er ja noch ein Mega-Bibo, warum auch nicht? Hat er auch nur 6 Pokémon, da kann er auch noch eine Mega-Evolution dabei haben. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, glaube ich mir sogar Rip, wenn ich Pech habe. Giftzieher da auch noch, ja logisch. Oh, das sind Gift-Pokémon, ne? Das habe ich erwartet. Ja, okay, Mega-Bibor. Gut, das ist von der Theorie her, wenn wir einen Steinhaber treffen, war es das wahrscheinlich auch mit dem. Weil ich glaube, defensiv ist es wahrscheinlich immer noch nicht gut. Ja, ich kann die Geld wenden, ja. Vivion, du bist auf jeden Fall auch tot. Vor allem, was sein Plan war, warum der Vivion reingerufen hat. Meint er, hat eh nur Käfer-Pokémon, weil er Käfersammler ist. Er scheint auch so angepasst worden zu sein, dass er nur Käfer-Pokémon hat. Aber trotzdem, wir müssen sehen, was sein Plan hinter war, Vivion reinzurufen. Smetbo. Smetbo ist echt schneller als wir. Ich dachte aber, dass Smetbos Werte einfach so schlecht sind, dass sie quasi einfach selber langsamer ist. Na gut. Da werde ich auf jeden Fall mal hoch rein, weil wir brauchen auf jeden Fall Sumpex hier mit Steinarbeit und so. Kriegen wir jetzt mal einen Sprudel. Rückenwind, aha. Dann halten wir erstmal weiter. Am besten wäre es sogar, ich setze den. Ich schaff's irgendwie bis zu stallen hier, bis auch irgendwann wieder weg ist in der 5 Runden, ne? Und das bekommen wir wahrscheinlich eh keinen großartigen Schaden machen, schätze ich mal. Ach, das ist wahrscheinlich nicht so viel drin worden, ne? Ja, geht nur. So, warum nur 1? Jetzt ist das erste Hoch 1 auch irgendwie scheiße dann, ne? Schlafen immer noch. Okay, ich habe gedacht, wir wachen uns auf. Dann halte ich mich doch nochmal hoch. Er macht das Mega-Biber, macht immer ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Wäre mal ganz cool, wenn ich mittlerweile auch mal eine Mega-Biber machen könnte. Hätte ich mega gerade, boah. Das ist eine Theorie her. Wenn ich ganz das schon gegen Mega-Entwicklung kämpfe, hätte man es auch irgendwie so ändern können, dass man irgendwie den Stein vielleicht früher bekommt, oder den Armband oder was weiß ich, was das war. Schon auch irgendwie möglich gewesen, das irgendwie so einzustellen oder nicht. Dass er halt die Flur bekommt. Bibor wieder. Okay, was seht ihr, werde ich mal kurz jetzt irgendwie, was weiß ich, Elekid opfern. Du kannst doch versuchen, mit Navi zu töten.
hat sich das quasi Electric geopfert, um Dumpex wieder Full Life zu heilen. Gucken wir erstmal, was Navi hier hinkriegt. Denn der Spearwurf ist halt ultra schnell, ne? Wird auf jeden Fall immer schneller sein als wir. Die Fahrt ziehen uns das Haar gleich ab. Jo, das heißt, ich kriege keine zweite Attacke mehr raus. Das reicht halt nicht. Okay, dann benutzen wir dich jetzt einfach, um Dinges hochzuheilen. Ja, wenn das eine Attacke tanken kann, kann Pex jetzt auch locker tanken. Ich muss nur hoffen, dass er Steinhagel da trifft. Hä? Was wieder Kate, wenn du das eben Bibor quasi rausgetauscht in dem Moment, wo Pex noch draußen war? Hat überhaupt keinen Sinn, dass er jetzt wieder reingeht. Das wäre normalerweise der Kampf gewesen, Pex gegen die Bibor. Ja, ist fast wieder da tot. So, das ist wieder Caitlyn ein. Ja. Wir werden jetzt einfach Damage machen, ne? Tja, aber Pudos dürfte auch erstmal nicht gegen uns können, deswegen habe ich jetzt noch einen Sprudel. Vielleicht dürfen wir jetzt Pudos jetzt auch nicht großartig damagen dürfen, oder? Oh. Aber wenn wir Pech haben, boostet sich das krass. Verentwürden wir das aber mal schnell. Das Ding ist, ich habe jetzt nur noch zweimal Steinhagel. Also, ich hoffe einfach mal, dass das Steinhagel nachher trifft gegen Bibo. So, jetzt kommt der Ebi mit Bibo raus. Genau. Tja, gehen wir mal auf Anna. Ich versuche es sogar einfach mal anzugreifen. Hoffen, dass er jetzt irgendwie drinnen bleibt, wir es überleben und ich ihn einfach mit einem Schlitzer aus dem töte. Ich weiß nicht, ob ich den Gifttyp überlebe. Das Problem ist mit Dumpex, ich habe noch einmal Steinhagel. Ist die Frage, greift mich das jetzt an oder wechselt es jetzt wieder raus mit dem Dingens? Mit Kehrtwende. Eigentlich kann ich meinen Steinhagel jetzt nicht gegen Bibo gleich einsetzen. Weil ich einfach ausgehen muss, dass mit Kehrtwende wieder rausgeht. Das wird wieder ein sehr knapper Kampf hier werden. Ich werde jetzt aber kurz noch Pex zwar mal hochheilen, sondern mit der Kit und auch mit Max nochmal hochheilen. Und dann, müssen wir den Kampf quasi gewinnen. Also eine Mega-Wertung ist halt immer. Ist halt schwierig, ja. Gerade so ein Team, das auch nicht ganz so bereit ist. Weil Max und Leckett machen halt einfach nichts momentan. Wie viel AP hast du? Ja, reicht, super Trank. Tja, dann Pex und wie gesagt, wir müssen einfach für den Brühl gehen. Weil wie gesagt, obwohl eigentlich kann ich einfach für Steinhagel, obwohl, dann kann ich das nächste Pokémon mit Steinhagel, obwohl, macht ja keinen Unterschied, ne? Ob ich jetzt den Brühl drücke und dann tauscht er sein erstes Pokémon ein und macht Steinhagel oder geht mit Catwender raus und ich mache einen Steinhagel, kann ich auch einfach Steinhagel drücken. Eigentlich, also macht einfach einen Unterschied im Endeffekt. Oh mein Gott. Zum Glück haben wir das mit Steinhagel getötet. Ich glaube, das wäre das größere Problem gewesen. Wenn wir da keinen Steinhagel gehabt hätten. Das war auf jeden Fall jetzt Glück im Unglück, sag ich mal wieder. Ey. Also, es war auf jeden Fall besser so im Endeffekt. Ich muss nur hoffen, was die Lehmbrühe trifft. Ja, Gott. War aber echt im Kampf wieder bis an die Grenzen hier gegangen, ne? Holy shit, ey. Oh, hey, der Kett, entwickelt sich noch gut. Was sagen wir, entwickelt sich nicht jetzt überhaupt, ne? Yay, Edelvoltec.
Ich werde einfach mal nachschauen, wo wir quasi den Stromisierer herbekommen, ob wir den selbst bekommen, also ob den irgendwo bekommen kann schon von der Theorie her. Okay, jetzt denkst du, uns noch ein Trainer, aber ich glaube, jetzt eh gleich Ende, ne? Komm ich da vorbei? Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann setze ich glaube ich doch mal kurz einer von unseren geilen Aschen ein, weil ich habe keinen Bock, jetzt wieder zurückzurennen. Lebe Team! Habe ich eigentlich irgendwelche Attacken, die ich noch irgendwie Elektrik beibringen will? So, aber die Funde aber nicht. Genau, die ist auch noch irgendwie im Denkst, ne? Du komm mal her. Ach, du willst gar nicht kämpfen. Das heißt, Pokémon verscheucht, was umgelaufen ist, ne? Ich hätte mir mal nachgucken sollen, was das ist. Mhm. Wo geht's hier hin? Was haben wir hier? Da ist der Flummkiefer-Nied. Für geil, dass wir so viele Megasteine hier finden, aber die sagt immer noch nicht dazu in der Lage sind, da ist irgendwie. Okay, warte, ich sehe da irgendwas. Achso, was sagen sehen wir schon beim Leuchten. Das will ich nicht haben. So, ich hab du so der letzte Trainer. Jetzt hab ich ja quasi dafür meinen Zauberasche benutzt. Obwohl, kann man halt auch wieder ein Stück. Aber ja, weiß jetzt noch einen Kampf gegen Baby-Pokémon. Das Ding ist, Umpex wurde quasi nicht geheilt, das Ding, ne? Das heißt, das Rauswurf für Steinhagel ist da nicht drin. Müssen wir hier alles einzeln platt machen. Ja, hallo? Das heißt, kann da einfach weitergehen? Ich bin gerade überfordert, was ich machen muss. Also, wie Damage mache ich nur? Lol, ich habe mir gedacht, ich töte das jetzt einfach. Stachelsprung, boah, das ist nervig. Hab ich dann irgendeine Attacke, die irgendwie mehr Leute trifft? Ich hab auch Lehmbrühe von der Theorie her. Na gut. Wer hat mich getötet? Ah gut, ja, ich hab einen halben Seem abgezogen, ne? So, und so ein Pack sollte auf jeden Fall schneller sein als alles von den Dingern da. Ich muss nur hoffen, dass sie das Lehmbrühe trifft. Wir sind wieder am Rechnen. Was muss ich jetzt mit welchen Pokémon einsetzen? Bibub, bibib, bibub. PC Quant schon. Toll. Als einziges Pokémon, was effektiv getroffen wird, werde ich die Attacke ab. Das ist ja auch geil, ja. Aber schon mal zwei weg. Effektor ist mir egal bei den Brühe. Was sind Stachelsporen? Was ist eine Finte? Ja, die Strahl. Tanken wir noch. Oh, scheiße, irgendwie ist einfach schneller als sie. Auch durch die Paralyse durch, aber gedacht habe, ja komm. Baby Pokémon haben keine Stats. Okay, so, wer räumt jetzt hier auf? Max. Max kommt jetzt auf. Hoffe ich. Lass mir jetzt auch was Kackknospi, wenn er sich wieder Stachelsporn einsetzt. Delegator, toll. So. Wobei, jetzt sehen wir, dass er wahrscheinlich Robustheit ist, oder? Kannst du nicht Robustheit haben? Schon. Ob ich das Max es hier schafft, aufzuräumen? Okay, das ist ja easy. Tja, dann ist Max jetzt sogar schon tot oder nächste Runde? Ja, am Freitag, ja.
Okay, nächstes Pokémon. Warum macht einer hier irgendwas? Nicht einfach so eine Baby-Pokémon hier platt machen. Und sind halt immer noch 5 Stück auf einmal, ne? Auch wenn es Baby-Pokémon sind, wenn du gegen die 5 auf einmal kämpfst, ist trotzdem schwierig. Delegator wegmachen. Bam. Ach ja, Alter, schwer. Ich hab schon mal Spiel vergessen. Das war halt Band einfach, ey. So, dann sollten wir auf der Route hier aber durch sein. Jo, so. Hey, dann würde ich sagen, was ist heute? Und beim nächsten Mal. Heißt denn von der Theorie her eigentlich die Arena machen, ne? Hier ist ja eigentlich ja nichts in der Stadt. Ja, dann werde ich unsere Pokémon auf jeden Fall hochleveln. Ich werde einfach sagen, ich werde die jetzt einfach alle an Packs anpassen. Und einfach alle auf 41 batschen, ne? Keine Ahnung, ob wir dann vielleicht zu krass für die Arena sind, aber ganz ehrlich, glaube ich wahrscheinlich nicht. Wenn ja, wäre es vielleicht mal ganz angenehm, eine Arena beim ersten Mal zu schaffen. Nicht wie bei den anderen Malen immer beim ersten Mal reinzukacken. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.